Liebe AIDA-Freunde, herzlich willkommen zu eurem Reisemagazin. Ich habe zwei wunderbare Geschichten von Bord für euch. Silvia Minardi, unsere Entertainment-Managerin, war hier zu Besuch und wir haben uns mal zusammen ihre lustigsten Momente angeguckt. Und dann Frau Münchenhagen, eine Lektorin. Und was die so an Bord erlebt, das seht ihr auch. Viel Spaß! Entertainment-Managerin Silvia Minardi hat uns hier in Hamburg besucht und hat mit uns gemeinsam mal angeguckt, was sie so in der Primetime erlebt hat. Und sie hat es kommentiert. Dreimal Barsch. Schwarzer Knoblauch, Seeteufelsmilch, ja, okay. Sushi-Essig. Ein wunderschöner Ausflug mit unserem Dirk, unserem Rossini-Chef auf AIDA Prima. Und wir waren draußen mit unseren Gästen und haben wir, Entschuldigung, das war ehrlich nicht gut, wir haben Sachen gekauft und dann alles zusammen in Rossini-Küche gekocht und dann alles zusammen Abend gegessen. Und ui, 20 Kilo auch das. 20 Kilo. Silvia macht einen kleinen Deutschkurs. Ja, genau. Das war eine gute Überraschung von meinem wunderschönen Kollegen, unserem Media Manager Marc Schwarz oder Marco Nero, wie ich sage. Und er hat für mich vorbereitet einen deutschen Kurs während meinem Primetime. Und das war ganz. Sag. Guck mal, ich kann das auch nicht. Woher kommst du? Holland. Holland? Ah ja, sie war auf erster Reihe. Ich habe Hilfe gefragt, ja, zu einem Gast. Und dann sie hat gesagt, ich kann dich nicht helfen, weil ich komme aus Holland. Aha. Okay, super. Ah ja, das ist meine Lieblingsnummer. Fresse. Also ist nicht so einfach. Frösche. Fünfhundertfünfundfünfzig, das ist fies, das ist nicht gut. 555. In Italien, wir sprechen nicht nur mit unserer Stimme, aber auch mit unserem Körper. Und das funktioniert ganz gut. Mach so. Aber muss mit Gefühlen gemacht werden. Nochmal. Und er war toll, oder? Genau. Kevrae, wie spät ist das? Genau, und das funktioniert für alles. Und ja, das ist immer unglaublich Spaß. Und normalerweise die Männer wollen hören und summen und die Frauen raten und das, ja, das war. Nee, aber ich denke, das schaffen wir. Die sind sehr bekannte Lieder, aber wenn du musst das nur hören und dann summen, ist ganz anders als. Hast du verstanden? Was? Atemlos. Atemlos, hast du gesagt? Wollen wir hören? Das war's! Das ist genau atemlos, Signora. Durch die Straßen und sehr gut, Riesenapplaus! Das ist unsere Geschichte. Genau! Sieht einfach aus, aber es ist nicht. We are the champions, my friend! Champions! Vielen Dank, Riesenapplaus, Grazieschön! Grazieschön. Dann ich habe grazie gesagt zu den Gästen und dann Dankeschön, grazie, dann kommt plötzlich spontan Grazieschön. Und dann von diesem Moment, das ist ein bisschen mein Weg, Dankeschön zu den Gästen zu sagen. Ja? Italienisch und Deutsch zusammen. Auf ganz vielen unserer Reisen haben wir Lektoren an Bord. Die bringen euch die Destination, die Städte, in die wir sind, nah und erzählen spannende Geschichten aus der Region. So eine ist Frau Münchenhagen. Und sie erzählt uns mal über ihren spannenden Arbeitsplatz. Ich finde, ich habe einen der schönsten Arbeitsplätze, die man sich überhaupt vorstellen kann. Mein Name ist Nadja Münchenhagen und ich arbeite an Bord der AIDA Stella als Lektorin. Halten Sie die Augen offen und rufen Sie gerne, auch mal so spaßeshalber, Delfine! Aber rechnen Sie damit, dass Ihre Mitmenschen relativ ungehalten sind, wenn dann keine da sind. Auf einer Kreuzfahrt kann man innerhalb kürzester Zeit verschiedene Menschen, Länder, Kulturen kennenlernen. Alle Sinne regt es an und das mag ich besonders gerne. Was ich aber auch sehr gerne mag und was mir viel Freude bereitet, das ist die Arbeit mit unseren Gästen. Geboren bin ich vor mehr als 50 Jahren in Köln und rund 25 Jahre habe ich dort auch als Autorin und Regisseurin fürs Fernsehen gearbeitet.
Seit 1999 würde ich die ägyptische Sinai-Halbinsel als meine Heimat bezeichnen, denn dorthin hat es mich verschlagen. Wie so oft am Ende eines Vortrags mein Spruch: Machen Sie irgendwas? Jetzt vielen herzlichen Dank, dass Sie hier waren. Einen schönen Nachmittag. Und wann noch mal genau ist die beste Zeit, sich Gedanken zu machen über seine nächste Reise? Genau, jetzt. Und wenn ihr Hilfe braucht, geht ihr in euer Reisebüro oder auf www.aida.de. Und hier kommt sie, die Verlockung der Woche. Wir starten in Mauritius und fahren als erstes nach La Réunion und zu den Seychellen. Die nächsten Ziele sind Antsiranana und Nosy Be in Madagaskar. Wir machen noch Halt in Toamasina und erreichen den Ausgangspunkt unserer Reise, Mauritius. Und zum Schluss, wie immer, ich weiß, ihr habt genauso darauf gewartet wie wir, die schönsten Bilder der Woche mit der schönsten Musik dazu. Ich wünsche euch alles Liebe.